Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück zu PUBG oder PlayerUnknown's Battlegrounds mit mir, dem Ingo Viva und mit Big Mana. Ja, ich nehme aber vorher so ein bisschen auf, also wie gesagt, ich habe keinen Unmod gemacht im Video, habe ich voll vergessen. Ist aber nicht schlimm. Also, wir spielen jetzt seit einiger Zeit, haben wir das erste Mal wieder PUBG jetzt gestartet und haben einfach mal eine lustige Runde erlebt, so ein bisschen, ja, haben ein bisschen miteinander gequatscht. Also jetzt ist es nicht jetzt so eine richtige High-End-Profi-Runde oder irgendwie sowas, das nicht. Es ist einfach nur ein bisschen Gelaber, ein bisschen so, ja, rumgelaufen und ein bisschen schießen. Also von jedem etwas, so ein bisschen. Und ich würde sagen, viel Spaß beim Zuschauen. Wie gesagt, ihr könnt das Video auch meinetwegen an der Seite irgendwo rücken und einfach im Hintergrund laufen lassen, weil wir haben ja einfach nur ein bisschen miteinander gelabert. Aber wie gesagt, wir sehen ja uns jetzt im Spiel. Was ist das denn für eine Art vom Spiel? Also ja, wo du mit so Jugendlichen spielst und in verschiedenen Szenen. Until Dawn? Until Dawn. Genau. Ja, das musst du genießen, immer das Spiel. Da darf ich dir nichts zu sagen. Nee, darfst du auch nicht. Ich habe es gestern angefangen. Alter, ist das gruselig, aber auch spannend. Du musst das wirklich, übelst. Also das ist wirklich ein Spiel, was du alleine ohne Lösung, ohne irgendwas, du musst das alles selber spielen, weil das ist ein Spiel, da ist jedes Sagen, wenn ich dir jetzt was sage, ist, Nee, du kennst das Spiel ja nicht. Oder hast du es schon gespielt? Ich habe das durchgespielt, Ingmar. Ach, hast du das auch? Ja klar, das habe ich mal kostenlos gehabt. Ach so. Klar, das habe ich wieder angefangen. Ohne Spaß, ey. Das gruselig, übelst gruselig. Und auch die Entscheidungs... Die Entscheidung, die man jemand treffen kann. Oder bist du das? Ich bin bei dir im Haus. Das ist halt ein Spiel, das muss man... Das muss man wirklich... genießen. Warst du oben schon? Da. Nee, ich bin doch gerade erst. Da darf ich dir nichts zu sagen. Das ist nämlich so auf deine eigene Psychologie ausgemacht. Mhm. Ja, wie man auch die Entscheidungssachen bei dem Professor, wo er dann immer zu einem sagt, genau. So. Das ist deine Psychologie. Genau. Das ist so geil eingesetzt worden, dass was, die... Wo hast du mehr Angst vor? Und ich habe dann halt angegeben, Krähen habe ich angegeben. Weil ich finde Krähen halt... Ich sag dir dazu nichts, wieso das ist. Nee, weil... das auch. Ja, ich kann es mir einfach nur so vorstellen, dass die das extra machen, damit das Spiel sich darauf einstellt... Achso, warte mal. Sind wir in der Zone? Ach, wir sind in der Zone sogar drin. Ja. Lass es rein. Dass sich das Spiel auf deine Ängste und auf deine Sachen einstellt. Ja. Dass es dann schrecklicher für dich ist. Genau, das kann ich dir sagen. Genau das ist... Darum, muss man halt auch mit Herzen auswählen, wie er sagte. Ja, genau. Und habe ich natürlich auch gemacht. Also ich finde halt Vogelscheuchen schlimmer als Clowns. Theoretisch habe ich ausgewählt. Und? Nee, das nicht. Doch, ich schon. Ich hätte Clowns ausgewählt. Wie gesagt, darf ich dir da nicht zu sagen, weil das ist wirklich ein Spiel, ich habe das ja mit Messin gespielt und wir beide saßen, wo wir es fertig hatten, saßen und dachten so, wow. Und das wollen wir eigentlich in, weiß nicht, nächstes Jahr oder irgendwie, ne, haben wir gesagt, irgendwann wieder spielen. Mhm. Weil es kann natürlich noch anders laufen. Ja, vom Entscheidungs auch. Zum Beispiel bis jetzt ist bei mir noch keiner gestorben. Das ist gut. Also bis jetzt... Aber das wird sich noch herausstellen bei dir. Ja, klar, aber bis jetzt, wie gesagt, bis auf am Anfang die zwei Mädchen. Aber ich glaube, das gehört so einfach zum Story-Dings dazu. Glaube ich zumindest. Ich glaube, das gehörte dazu, ja. Weil ich konnte einmal entscheiden, halt loslassen, dass die beide dann tot, habe ich auch gemacht, beide sind tot, oder sie loslassen. Aber der Mörder war ja über mir. Und ja. Ich kann mir einfach vorstellen, dass sie dann auch getötet worden wäre. Wie gesagt, also, das Spiel, das ist genial. Und es gibt eigentlich auch ein Spiel, das soll so ein bisschen so ein Spin-off dazu sein. Aber da kann ich dir auch noch nichts zu sagen, weil das... Hast du geschossen? Nein. Da sind im Haus hier welche bei. Oben. Oben drin. Oh. Okay. Hau ab.
Boah. Müssen wir gehen, die haben Waffen. Ja, bessere als wir. Mhm. Ich sehe, hast du eine SKS? Mhm. Ja. Werden wir hier nicht schaffen gegen die. Die haben nämlich jetzt, die haben nämlich bessere Waffen als wir. Hier sind Türen schon offen. Ja, dann abhauen. Das ist so riskant hier. Ja. Nee, und wie gesagt, ich bin jetzt halt mit der Seilbahn hochgefahren und hab auch ja, da genau. Schon, bin jetzt auch im Haus schon drin. Die eine ist baden, mit dem anderen habe ich Reacher-Brett gespielt. Da hab ich den Kopf gesehen, Alter. Hau ab. Lauf. Uiuiui. Reacher-Brett gespielt. Dann ist die eine mit dem anderen Typen zu der Holzhütte bin ich hingelaufen. Sie ist aber jetzt verschwunden. Und der Schwarze und die andere sind unterwegs zur Tasche holen. Aber da wurde auf einmal geschrien. Und jetzt sind die auch wieder auf dem Weg zurück. Und da habe ich dann abgebrochen. Ja. Weil ich halt auf eine Art... Ist halt die Frage, soll ich das Spiel alleine erleben, für mich selber, oder mit bei YouTube? Nimm das dann nicht auf, das Spiel. Das macht es kaputt. Ich habe das bewusst nicht aufgenommen, das Spiel. Okay. Weil es. Und ich wollte es, dann habe ich gesagt, gut, dann nehme ich es danach auf, aber habe mich dagegen entschieden, weil ich gedacht habe, das macht es kaputt. Das Spiel. Das. Also. Die Grafik, muss ich sagen, die sieht übelst geil aus. Ja, also du kannst es natürlich aufnehmen, wenn du willst, aber ich finde, das macht es dann kaputt, weil man die ganze Zeit redet und sowas halt. Man muss das wirklich. Spielen. Mhm. Nur spielen. Ja gut, aber wiederum, wenn man es aufnimmt, kann man die Reaktion ja zeigen. Ja, aber wie gesagt, wir haben auch, wo wir es gespielt haben, haben wir kein bisschen eigentlich richtig geredet miteinander. Außer halt bei Entscheidungen haben wir manchmal gedacht, okay. Ja, lass uns mal hier den Berg hochlaufen. Also da haben wir meine Ängste und ihre Ängste genommen. Mhm. So halt, so haben wir geredet. Sonst haben wir das Spiel so krass genossen. Mhm. Ist es ein langes Spiel? Dauert es lange? Es geht eigentlich. Wir haben ein paar Tage da dran. Also abends immer mal. Okay. Kommt drauf an, wie lange du da dran sitzt. Weißt du, wen ich am gruseligsten eigentlich finde? Mich. Den Professor. Der ist gruselig, aber ich kenne den irgendwoher. Das ist Schauspieler, ja. Das sind alle Schauspieler, und auch, und, ne? Ja, fast. Also der Junge mit diesen Glubschaugen. Da gibt es einen, der hat so komische Glubschaugen. Der hat auch bei Pacific Soldaten mitgespielt. Und der macht jetzt auch den Film The Queen. Den Sänger. Okay. Mhm. Weil den kenne ich nämlich auch. Und dann das Mädchen, die in der Gondel saß mit dem Typen, das ist die Freundin von Vitali Klitschko. Oh, okay. Aber das finde ich geil an echten Schauspielern. Also halt echte Leute. Mhm. Muss nur gut gemacht werden. Davon gibt es halt eine Fortsetzung mit VR aber nur. Achso. Das ist halt leid, schade. Oder soll noch rauskommen. Wo ich mich erschreckt habe, ist, wo ich mit dem Typen im Haus war und musste Deo-Spray suchen. Mhm. Aus dem Badezimmer. Und habe ich die Schublade aufgemacht. Und dann die... Hier kam der Waschbär oder was das war, Alter. Ja, boah, ja. Ich saß hier. Ich so, Das Spiel hat einfach... Ich hab kein Visier, nichts, Alter. Ich auch nicht. Ja, was ich finde halt die Grafik und die Atmosphäre, die ist so... Ja. Die stimmt. Du bist auf eine Art glücklich, wenn du mit mehreren in einem Raum bist, wie im Horrorfilm halt. Und dann bist du aber wieder, wo du denkst so, alter Vater. Und ich treffe auch die ganze Zeit die Entscheidungen so, dass ich nicht alleine bin. Oder keiner von den Leuten großartig. Gut, jetzt habe ich es das eine Mal jetzt beim Reacher-Brett geschafft, leider, dass der eine Typ jetzt weg abgehauen ist mit den Glubschaugen, weil er doch ein bisschen angepisst war irgendwie durch meine Entscheidung, die ich da gefällt habe. Auf jeden Fall, ich versuche halt, natürlich, es wird mir, denke ich mal, nicht gelingen, aber bis jetzt ist keiner gestorben. Bis jetzt habe ich entscheidungsmäßig doch gut gehandelt, denke ich mal einfach. Also, unten in der Stadt, ey, das geht's ab. Was ich nicht verstehe, dass hier keine Visiere, also immer auf der Map hier, als würde das hier kostenlos sein hier alles. Und wo ich mich erschreckt habe, wo ich mit dem Typen, mit dem Glubschaugentypen und mit dem mit der Frau im Keller war. Und dann kam der Typ mit dem Mönchmaske. Ja. Alter, ich denk so, nee, das ist doch nicht der Mörder, das kann nicht sein. War aber Gott sei Dank auch nicht. Aber wie gesagt, ich spoiler jetzt lieber auch nicht, wenn jetzt aufnahmemäßig das sein sollte, dass ich das nehme als Dings. Aber wie gesagt, okay, dann genieße ich das selber. Ja, Beat It On to Souls habe ich mir letztens angeguckt, die ersten halbe Stunde gezockt. Ja, kann ich noch nicht so viel drüber sagen. Ist halt ein normales Spiel
finde ich persönlich. Andere würden jetzt sagen, boah, Alter, das ist so übelst geil, Beyond the Souls. Vielleicht wird's auch noch gut, aber bis jetzt muss ich sagen, ja, geht es. Ja, da unten sind Schüsse, die könnten hier hochrennen gleich, ne? Und Heavy Rain, muss ich sagen, habe ich noch nicht angefangen. Das muss ich mir nochmal angucken. Ich glaube, aber Heavy Rain ist auch so ein Gruselspiel, glaube ich, ne? Ja, weiß ich gar nicht. Ich habe mich nie mit Heavy Rain beschäftigt, weil ich einfach nie eine Playstation hatte. Ja, mach mal Scope. Sollen wir runter? Die ganze Zeit die Gegner. Ja, schießen. Vielleicht guck mal einfach vom anderen Berg aus. Das sind alles Sniper, die hier schießen. Hast du sie auf uns gelenkt, Alter? Du? Ne, du. Warum? Die haben Schüsse zu uns. Gut, die haben dich gesehen. Na, du bist gelaufen. Ja, aber auch wenn man... Du bist weit weggelaufen schon. Also Schüsse Scheiße. Hören sich ja echt gut an. Von hinten, von hinten. Boah, wir sind jetzt wieder zwischen, das ist eigentlich wieder die dümmste Position, die wir einnehmen können. Zwischen zwei Fronten. Also ich sah jetzt nichts von hinten kommen. Aber von hinten wurde ich beschossen. Okay. Hier kein bisschen. Kein. Ich hab nichts. Das ist ja krank. Selbst du? Machst du Türen auf? Ja, ich will mal was finden, Alter. Ich wenigstens ein Dreier oder ein Vierer oder sowas. Kann nicht sein. Eine Tür aufgemacht? Ja. Oh, komm, Shotgun weg. Nimm ich lieber die AKM. Ja, das sollst du auch nehmen. Wäre schon nicht schlecht. Das ist ein scheiß Visier, das kann doch nicht. Nix. Oh, zwei Weste. Das ist schon mal gut. Hast du geschossen? Ja, ich habe einen Headshot gedrückt. Cool. Ich würde dir ja gerne helfen. Aber ich finde leider nichts. Was Erste-Hilfe-Sachen, da habe ich ein bisschen was echt... Hab einen. Nice. Der lag genau verwiesen, aber da können wir nicht hin. Nee, der wird nämlich selber von anderen auch. Boah, jetzt ist die Überlegung. Entweder die SKS behalten oder die Mini. Das ist eine kleine Sache. Ja, ich habe aber kein Visier. Das bringt mir also nichts. Du hast aber auch keins, ne? Ja, mach da. Ja, ich meine. Nee, so habe ich auch keins. Ich brauche auch für meine M4 noch eins. Selbst du? Ja. Ja. Ich hab Tür aufgemacht. Ja, ich muss ein anderes Gebäude nehmen. Nützt nix. Wir sind ja auch richtig kacke gelegen eigentlich. Ich geh jetzt in das hohe Gebäude rein. Da sind Leute. Ja. Warte, Ingmar. Warte. Läuft's einfach, Ingmar. Ja, ich hab kaum Loot. Darum hab ich auch nicht. Ja, aber ich kann dir doch noch helfen. Du läufst einfach da selbstmordmäßig rein. Dann bist du tot, nämlich. Und dann? Guck ich dir zu. Hier waren auf jeden Fall Leute.
Alter, hier nur Medizin. Ohne Spaß, wenn du Medizin brauchst, sag mir Bescheid. Ich hab. Hier ist noch eine Mini. Scheint gar nicht richtig gelootet zu sein. Ne, hier auf jeden Fall nicht. So. Wie es aussieht. Echt noch nicht ganz. Hier ist eine Zweierweste bei, wenn du brauchst. Oh ja. Und eine Pfanne. Hab ich. Hast schon. Gut. Hallo, wo ist die Weste? Da auf der anderen Seite. Hier ist ein Zweimal Scoping, ne? Oh, danke. Das ist etwas, ey. Dein Nette. Wenigstens etwas. Wären wir nur in der Zone? Ja, ja. Dicke, Alter. Ui. Wir können jetzt hier noch mal gucken, ob wir Leute finden. Ja, oder wir gehen. Da oben läuft einer auf 170. Hinter den Felsen gelaufen. Gut, der ist erstmal. Ja, diesen. Ja, da oben laufen so 150 SE. Die wollen hoch zur Fabrik. Da, wo wir hergekommen sind. Nee, ich überlege gerade noch in das andere Gebäude, was neben uns liegt, das Ruhr. Da noch reinzugehen. Weil so gut ist unser Lootboy noch nicht. Ach. Kommst du mit? Ja, warte. Du bist doch ein kleiner Clown, Alter. Todesmutig. Aber hier könnte jemand drin sein. Es waren vorhin Schüsse, ne? Ja, die können auch alle tot sein. Hier ist, da ist Munition, keine Munition mehr. Ne. Das heißt, hier ist so jemand drin gewesen. Oder ist sogar noch. Ich glaube, hier ist sogar noch jemand drin. Ja? Anne, du steppst über mir. Hm. Läufst du einfach? Ich stepp jetzt gar nicht mehr. Ich bin gerade strong. Ich möchte jemanden töten. Das ist ein Airdrop. Wo? Da vor unserer Schnauze. Aber der ist schon länger da, glaube ich. Da hätte ich doch eine Kiste auch davor. Oh ja. Da sind schon welche gestorben. Gerne Karl. Sagt eine K. Oh, ein Schalli. Geil für die SKS. Nice. Geht der Drop runter? Mir fehlt so verfickt nochmal, du einfach nur so ein blödes Scheiß. Kann nicht sein. Ich glaube, hier ist jemand. Hier oben sind die Türen. Zumindest die eine ist zu. Wenn du nicht so wie so ein Volltrottel steppst. Doch, ich stepp. Aber die ist zu immer. Okay. 5 Erste-Hilfe-Dinger habe ich jetzt, ey. Was? Oh, wir müssen gleich ein bisschen weiter in die Zone. Nein. Auch noch so ein bisschen. Gut. Oh, jetzt macht er es auch. Wir müssen aufpassen, ey. Wir warten noch einen kleinen Moment. Erst wenn. Oder sollen wir jetzt schon? Ja, wir müssen ja irgendwo hin. Aber das ist ein Gebäude, was vor uns ist.
Oder sofort weiterlaufen. Ins nächste. Da ist aber Tür offen überall. Ja. Ja, deshalb, wir müssen schneller sein als andere, ne? Oh, immer noch auf dem rechten Berg, ey. Würde sagen, vor uns das gelbe Gebäude. Da gehen wir erstmal kurz rein. Ja. Weil vor uns auch wieder Schüsse sind. Wir sind auch schon die Türen offen. Ja. Hier kann ich ja noch nicht, wenn ich nicht weiß, wie ich reinfeuere. Wenn das noch ein weiter. Ja, ein richtiges Inhaltsverzeichnis. Muss gemacht werden. So, jetzt nach uns kommt nur noch, ja, Laufweg. Wir bleiben jetzt erstmal hier. So, von hinten kann uns schon mal keiner töten, weil da ist Dings. Nur von vorne. Von irgendwo da oben müssen die Schüsse kommen, da hinten. Oder wir verpissen uns sofort und gehen sofort. Ja, ich würd sagen, wir... Na gut. Zwar in der Zone, aber ehrlich, wir sind doch mutig geworden. Hast du das doch nicht selber noch gesagt? Ja. Gestern? Nee, ist ja kein Problem. Oh Gott. Nur ist halt Auto hinter uns. Fährt. Nee, vor uns sind Leute. Vor uns sind Leute. 75 an der Hütte. Einer, zumindest einer gewesen. Ja, der ist noch immer an der Hütte. Vielleicht kriegen wir den ja. Ich sehe ihn jetzt nicht mehr. Der ist drin. Drin. Ja, weil der Baum da, ne? Oh Gott. Da sind viele. Aber es kann nur einer überleben. Oder zwei. Oder so. Wir dürfen eigentlich auch hier nicht verharren, ey. Nee. Hinter uns sind nämlich überall Leute und vor uns. Und rechts. Aber ich gehe hier lang. Ja. Wir sind immer so kacke gelegen, habe ich das Gefühl manchmal. Mini. Oh, das ist so. Das ist jetzt so richtig wie im Irak, Alter. Kommen wir gerade vor hier, ey. Oh ja. Rechts neben uns. So. Was? Mein Spiel hat mir nicht mehr gesagt. So eklig, Alter. Nice. Kann mir mal mitnehmen. Du kannst du kannst mitnehmen. Ich hab einen. Ja. Was hast du für eine Waffe drin gehabt? Da war keine Waffe drin. Achso. Und einen Rucksack und alles. Ach, guck mal hier, das ist schon die kleine Zone hier. Ja, wir sind so scheiße. Boah, Alter, überall Cars und... Ich glaube hier nämlich von dem Gebäude auch. Links neben uns. So schallgedämpft, das ist das. Wir weiter außen rum oder? Ja, müssen wir
Wenn wir jetzt außen rum gehen, da kommt jetzt erstmal freie Fläche, dann kommen Bäume. Aber es ist aber nicht in der Zone. Die Zone wäre da, wo ich jetzt gerade hingucke. Ja. Auf dem Berg vor uns bei W. Ja, sehe ich. Okay, das wäre. Warte mal. Der steht am Berg, Alter. Ich könnte den sogar. Ah, jetzt läuft er. Zwei Fuck. Leute, das sind aber zwei Leute. Ja, toll, Engel. Nee, es war aber nicht die Typen gewesen. Nee, aber von hinten. Na gut, das kann man nicht wissen, Börje. Hätten wir auch so sterben können. Ich hab ja gesagt, nicht schießen. Ich hab doch gerade. Ich hab Schalli gehabt, Börje. Ja, aber der Typ, der in der Nähe ist, hört's trotzdem. Gut, werden wir sehen, ne? Weko Saga, ha. Weko Saga, ha. El Azaha. Jetzt bin ich gleich über Pecado raus. Da kommen wir, wie viele da rausspringen, Alter, Pecado. Das ist so übelst. Nächste größere Stadt. So, und jetzt gleich kommen wir. 3, 2, 1, go. Wiku Saga. Wiku Saga. Du bist hinter mir? Nicht viele. Zwei, drei Leute sind, glaube ich, nur hier. Ah, da vor uns, ja. Ja, ich bin hier am hinteren Ende, ne? Ja, mach ich auch. Okay, das war jetzt ein Bach. Einzige Waffe, ey. Nur eine Pistole. Das ist so unnormal. Der Map ist immer kack Loot, ey. Ich frag mich immer, wieso diese Map nicht so viel Loot hat. Ja, vom Gefühl finde ich die sogar viel größer als die andere. Hat aber ist weniger aber nicht Loot, größer. Ey. Nee. Die soll ja... Ja, was ist das? Das. Scope. Mal mit. Da liegt alle Waffen alles draußen hier. Yeah. Ich glaub's nicht. So, ich habe jetzt eine. Ach, wie heißt das? Hey, warum kann ich nicht auf? Achso. Ich habe jetzt eine AKM und eine M16. Lagen beide vorm Haus. Vor, M16 Haus. Und. Ich habe die Mini weggetan und dafür eine M. Eine M4 habe ich jetzt und eine M16 so. Bei Mini spiele ich nicht mehr. M4 ist eigentlich auch ein Scharfschützen, wenn man so nimmt. M16. Das stimmt. Bist du das Fenster? Ja. Okay. Bin ich.
I'm gonna clear my room. I should have got. I should have. Jetzt aufpassen. Ich weiß halt nicht, ob wir genau in die Richtung von denen laufen. Oder ob, jetzt eigentlich nein. Ich glaube, wir laufen nämlich in die Richtung von denen. Genau wissen tue ich es nicht. Ich glaube, bei mir sind welche. Echt? Wie denn? Oben drüber. Oh, schön. Beide? Nee, der war noch ausgenommen. Der muss noch irgendwie sein Freund sein. Ich gehe mal wieder. Wir sind zwei hin. Whisky hier, ne? Oder er war alleine nur. Und sein Kollege ist woanders abgesprungen. Wir sind aber zwei abgesprungen. Ja. Neu in der Zone, ja. Wir sind sogar ziemlich gut in der Zone. Weiß nicht, oder? Der ist weggelaufen, der Kollege schon. Hast du die Tür aufgemacht? Ja. Ich hätte neben mir geht jetzt die Tür auf. Na gut, dann lass uns mal ins nächste Gebäude. Ist hier irgendwo. Ich habe gedacht, du hättest beide weggemacht, weil der. Steps. Ausgenockt. Hab ihn. Der War war der tot? instant down. Das ist der Kollege. Ja. Sehr nice, Barry. Sehr Gut, schönes dass ich auf Team. Steps gehört habe, ey. Gut, dass ich schon so viel Verbandzeug so hab, ey. Oh, der hat eine K. Dann nimm sie dir, Alter. War kein ordentliches Visier, aber ehrlich, nur ein zweimal Oh, ein Rucksack. Scope, Darf ich den nehmen? ey. Ja. Zweier, Zweier, Zweier kann ich damit gut. Ja, komm. Mal einfach mal. M16. Ist das die M16? Nee, ist eine normale M16, ne? Zweier M habe ich schon. Munition nehme ich noch mit. 5 und 6er nehme ich mit. Ja, die habe ich gerade weggeworfen, weil ich die AK-Munition brauchte, aber egal. Ist das ein neues Gewehr? Hast du mir zugehört? Ja, habe ich. Wie Ich viel brauche brauchst du denn? AK-Munition. Ja, Ich habe warte. die weggelegt, die M416-Munition. So, guck. Ne, nicht so viel. So. Das andere kannst du. Ah, jetzt, na. Das war nur ein bisschen gewesen. Gut, warte mal, warte mal, warte mal. Lass noch weiter looten, Alter. Ich glaube, es waren nur die zwei. So, ich Mehr brauche auf waren jeden Fall hin. ein besseres Scope jetzt. Ich habe ein 2x Scope auf AK. Ich Bräuchte habe jetzt auf nicht ein zwei, ich habe nur zwei Zweier. jeden Fall. Ja, scheiße, ich brauche auf jeden Fall ein besseres Scope. Ja, ich weiß ja auch nicht. Ich glaube, ich habe nur zwei Leute gesehen. Ich habe nicht mehr gesehen. Ne, das waren auch nur zwei, glaube ich. Also, wir Ja, dann sind. sind wir alleine in der Stadt. Theoretisch jetzt Hoffentlich. erstmal. Dann lass uns mal hier weiter looten. Hier auf der Seite waren wir jetzt. Dann lass uns mal hier. Und die K ist nur mit einem Skin. Ja. Ich hab, ja, Ah, es gab okay. mal doch die kostenlose Skin. Guck, das war nämlich der Teammate. Idiot, Alter.
Hat uns vielleicht sogar verfolgt oder sowas, da könnte ich mir vorstellen. Ja. Und dann wollte er von hinten, als er gemerkt hat, geht's ab. Mein Kasten, Alter. Boah, so lange krieg ich Hüngerchen, ja. Was kriegst du? Hüngerchen. Musst du was essen? Mach ich gleich auch. Weil ich bin jetzt heute für Aufnahme fertig nachher. Hier kann man gar nicht rein in das Gebäude. Nee! Hier ist ein Gebäude, wo man nicht rein kann, ey. Was gibt's das? Cool. Hab ich nicht gedacht. Ah! Ja. Hast du? Sechser. Hier ist schon wieder ein Gebäude, wo man nicht rein kann. Hä? Hier in diese Gebäude hier kann man nicht rein. Nee, ich glaube, das sind nur für Dächer, oder? Nee, doch nicht. Ein Sechser-Scope, nice. Jetzt kann ich schneiden. Wer mich kennt, der weiß, dass ich gut mit der Dingsens bin. Hä, kann man hier nirgendwo mehr rein? Doch. Ah, dann Seite. Ich bin jetzt. Jetzt bin ich gut ausgerüstet. Ja, ich würde zwar auch gerne noch ein größeres. Also vierfach würde mir reichen, aber gut. Das ist wieder ein Wunsch. Den es nicht gibt. Ja. Na gut. Aber wie du geierst, Alter. Ich bin in den Raum drin und gehst trotzdem noch mal hinter mir her. Und wartest, ey. Hat ein Geier. Ja, eigentlich können wir hier bleiben, ne? Ja, gucken, wo die Zone jetzt ist. Also loot-technisch, geil. Ey, das wird doch, die nächste Zone wird noch in unserer Dings bleiben, glaube ich. Alter, ich bin richtig gut ausgerüstet. Ich bin richtig gut ausgerüstet, Dinge. Hm. Ist doch gut. Was noch? Power da hinten? Oh, und sechsfach habe ich jetzt auch. Was? Cool, zweifach kann weg. Was hast du für Waffen überhaupt? M16 und AKM. Und AKM, okay. Genau. Das sieht so ein bisschen aus, muss ich sagen, jetzt gerade hier wie Call of Duty Modern Warfare. Mhm. Einen kleinen Ticken. Hier waren wir schon. Mhm. Ja, auf anderer Seite waren wir nicht, oder? Doch, da war ich schon. Achso, also dann können wir mal kurz gucken. Ja, wir sind genau mittig. Wir haben eigentlich mit die geilste Pu. Oder wir gehen sofort außerhalb irgendwo hin und denken, glauben, dass Leute hinkommen, um zu looten. Könnten wir versuchen. Dass wir jetzt irgendwo hochlaufen. Bergtechnisch hier vor uns, da würde ich einfach sagen. Weil wir sind echt genau in der Mitte von der Karte fast. Ja. Geiler Loot, ey. Gut, dass wir die beiden Typen noch getötet haben. Mhm. Die haben auch nochmal schön Loot abgedrückt. Das stimmt. Da muss man halt nicht selber suchen, ne? Ja. Das ist mal der Vorteil. Aber der hat nur auf dich geschossen, der Typ. Ich stand sogar vor dir, glaube ich, noch und der hat auf dich geschossen. Der erste, der war, glaube ich, selber verpeilt, dass ich auf einmal da stand. Und der zweite? Und der zweite der wusste genau, dass ich, dass wir da sind. Genau, und ich stand Schritte. Vor dir, das weiß ich. Und der hat trotzdem dich angeschossen und mir hat der keinen einzigen Hit gelandet. Mhm. Obwohl ich vorne stand. So, natürlich jetzt hier. Wir gucken jetzt gerade runter ins Dorf, aber hinter uns. Wie viel Platz ist da noch an Karte? Boah, da ist auch natürlich noch hier Terra Born-Karte. Ja, wir sind, da sind auch noch Leute abgesprungen, also es könnten. Das stimmt, aber es gibt hier einfach keine verfickte normale Position, wo man sich mal echt. Ich habe aber noch keine Schüsse gehört. Ich suche gerade die Berge ab.
Haben wir Sniper und gleich werden wir gesniped. Man hört auch keinen. Denn alle. Noch nichts. Wo stehen wir jetzt mit dem Rücken zu? Okay, mit dem Rücken zu Elsa stehen wir jetzt. Wo ist denn die perfekte Position jetzt theoretisch? Wir sind jetzt auf den Bergen hier nur. Wer hier will, keiner in die Stadt. Ja, aber es ist mittig, Alter. Normalerweise sind sofort die Leute hier Ja, am Start. vielleicht holen die sich ja außerhalb lieber. Wieder die Schnellschusswaffe. Oh, jetzt sieht vielleicht jemand doch vor uns steht. Aber auch, dass kein Napalm, keine Nee. Flugzeuge, nix. Entweder die sind so komisch, gerade dass die Flugzonen alle. Ich weiß es nicht. Oder wir sind einfach unsichtbar für alle. Wir sehen die auch nicht. Genau. Weißt du? So ein Bug und dann gewinnen wir nachher. Ich verstehe es echt nicht. Da oben 255 Westen. Einer mit Ghillie Suit. Glaube ich. 255 Westen. Warte, da oben ist sein Auto. Da ist er. Siehst du Ah ihn? ja. Ja, aber der ist, glaube ich, alleine, Böll. Der hat genau die gleiche Idee wie wir gerade. Ja. Wenn er sich jetzt richtig zeigen würde, ne? Ja? Ja, gleich, warte. Guck mal, er läuft, ne? Komm, knie dich doch irgendwo mal hin und bleib mal ein bisschen stehen. Das ist natürlich nur die Frage, ist so weit entfernt, müssen wir höher zielen? Ja, ne? Bisschen, ja. Guck, er guckt da genau. Scheiße, ey, ich bin so kacke. Er hat nur den Rücken zu mir. Du Ich siehst sehe aber den gerade. Kopf alles. Nee, ich sehe nur den Rücken. Ja, ich sehe auch nur die Waffe. Ja, wir müssen laufen. Der ist in der Zone, glaube ich sogar. In der Zone, warte mal. Jetzt so rüber gucken. Ne, ist auch nicht in der Zone. Ich markiere den mal kurz, wo er ist. Er müsste hier sein. Er läuft. Zwei. Und zwei, die laufen. Wir müssen auch rüber, ne? Ja. Ah, Scheiße. Und war ein Bus da unten am Ja, ich sehe Dings. den. Den nehmen wir uns jetzt gleich. Oh, die sind genau im Napalm. Ja. Gleich. Die Pech haben. Komisch, aber explodiert das nur da hinten, ne? Glaube das. War gefährlich, jetzt mit dem Auto zu fahren. Da fuhr hinten ein Auto entlang. Er will trotzdem mit dem Auto fahren. Und wir fahren genau in die Schusslinie der Leute. Okay, geil. Ja. Ja. Grüße von Mama.
Jo, zurück. Oh, jetzt sind wir genau zwischen den Bergen, gut, die beiden. Das war, ne? Du musst einfach schnell durchfahren. Grüße zurück, Mama. Vor uns. Wo? Halt hinter Berg an. Danke. Headshot. Wo ist der andere? Wenn ich das jetzt wüsste. Na, du rückst mich weg, Alter. Warte, ich geh den Lauf nach oben. Muss mich eben teilen. Wo ist der? Hinter dem roten Auto, hinter dem roten Auto! Da läuft er jetzt. Oh, das kann doch nicht sein, Börje. Was denn? Ach, meine Car muss nachladen. Ja, ich weiß. Ah, fuck. Mann. Mann, scheiße. Ja gut, kann man nichts machen, ne. Aber den anderen habe ich ausgenockt. Ja, ich habe auch den einen Typen, der mich ausgenockt hatte, habe ich auch zweimal getroffen. Aber der hatte einfach, glaube ich, eine K.O. Ich weiß nicht, was er für eine Waffe hatte. Der hat einfach bam, bam. Mini hatte er. Ja, die ist natürlich auch übelst, ey. Ja. Na gut.